Die beste Kamera ist die, die du dabei hast. Willkommen zur 35. Episode des Vitamin Berge Podcast und heute geht es um Kletterfotografie, was man dabei beachten muss, was es unterscheidet von der reinen Bergfotografie oder von der Landschaftsfotografie. Außerdem, mein Gast ist übrigens Frank Kretschmann, geht es auch um sein Treffen mit Jimmy Rakete und warum es ein bleibendes Erlebnis war und vieles, vieles mehr. Es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß. Er ist der Kletterfotograf in Deutschland aus dem Frankenland, heute im Vitamin Berge Podcast. Herzlich willkommen, Frank Kretschmann. Schönen guten Tag. Erzähl doch mal für die Leute, die dich noch nicht kennen, wer du bist und was du machst. Tja, ganz kurz, ich bin der Frank. Was ich mache, ist klar, ich fotografiere, habe auch noch nie irgendwas anders gemacht. Also direkt aus der Schule ins Fotostudio. Nichts dazwischen, keine Umwege, direkt zur Ausbildung als klassischer Werbefotograf, also in einem relativ großen Werbestudio hier bei uns. Und da bin ich auch immer noch. Also es ist meine Familie geworden jetzt nach, boah, ja, 2000, also es sind 18 Jahre, wo ich das sein darf, muss man wirklich sagen. Großes Werbestudio, so bin ich groß geworden, mit viel Licht, mit viel Werbung, mit viel einfach lernen, was Fotografie ist. Ich bin auch großgezogen worden mit analoger Fotografie, heißt, ja, Dunkelkammer, große Kameras, große Dias. Ja, von daher war auch sehr spannend, war eine ganz andere Zeit. Hab dann den Umbruch live miterlebt zum Digitalen, von der ersten noch sehr, sehr teuren Digitalkamera. Und ja, bis zum heutigen Tag, wo die Kameras wieder kleiner werden, trotzdem noch dasselbe können. Von daher eigentlich schon das komplette Spektrum mitbekommen, auch das Glück gehabt, dass die damaligen Jungs, die mich ausgebildet haben, ja, schon im Endeffekt seit 1950 sich mit Fotografie beschäftigt haben und damit ihr Geld verdient haben. Und von daher schon immer einen sehr, sehr tiefen Einblick in die Werbung und in die Fotografie in dem Hinsicht, ja, gehabt. Gute Lehrmeister gehabt, sage ich jetzt einfach mal. Dann, ja, irgendwann ging es dann Richtung Outdoor, aber ich muss trotzdem immer wieder erwähnen, eigentlich komme ich aus dem Studio, was man vielleicht auch sieht hier und da mal bei Werbeaufnahmen. Ja, das ist so mein Weg bis hierher. Und wie bist du dann aber vom Studio nach draußen gekommen? War es drinnen zu dunkel, zu langweilig? Nee, na gut, das war wirklich ein Punkt, muss ich zugeben. Das war irgendwann nach Jahren, also nach meiner Ausbildung, bin ich da geblieben, wurde übernommen. Und zu dunkel war wirklich ein Argument. Man hat viel im Studio geschossen, früh ins Studio ohne Licht und man ist abends um 10 wieder raus ohne Licht und war wirklich manchmal für Wochen hat man kein Sonnenlicht gesehen. Ja, das war hundertprozentig ein Punkt. Ich habe dann auch eine große Auszeit genommen. Also ich habe gekündigt, bin nach Südamerika für ein Jahr, einmal um Spanisch zu lernen. Das war mir aus irgendeinem Grund wichtig, weiß ich heutzutage auch nicht mehr wieso, hat mir aber jetzt weiterhin auch sehr geholfen. Und ich wollte meinen ersten hohen Berg machen im Peru, was ich dann auch gemacht habe. Welcher war das? Boah, den Namen habe ich vergessen. Ja, er hat die 6000 angekratzt. Also okay. War ein eindrückliches Erlebnis damals auf jeden Fall in Peru. Da war ich dann, was weiß ich, 20 oder was. Und das erste Mal mit Steigeisen und allem drum und dran. Also war sehr schön. War dann ein Jahr allein unterwegs. Bin dann wieder zurück und wurde mit offenen Händen auch wieder empfangen im Studio. Weil, ja, anscheinend habe ich das Ganze nicht so schlecht gemacht, glaube ich. Also war für mich auch gut zu wissen, einfach nach so einer langen Auszeit zu wissen, dass man wieder nach Hause kommt und auch wieder Geld verdienen kann, was dann natürlich weg war nach so einem Jahr. Ja, Glück war gut einfach. Und wie schon erwähnt, ich komme aus der Fränkischen, das Land des Sportkletterns, des Kletterns an sich.
Und logischerweise, also ja, ich habe halt irgendwann zu klettern angefangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das 10 war oder 15 war. Und ja, war da eigentlich nonstop außen beim Klettern. Neben der Fotografie, sage ich jetzt einfach mal, ne? Hatte meine Hobbys, das waren Klettern, das war sehr viel Musik machen und sehr viel Fotografie. Das hat sich dann immer ein bisschen hin und her geswitcht zwischen mal mehr Musik und mit der Band unterwegs zu sein, auf Tournee zu gehen. Dann war es mal wieder mehr Klettern, irgendwo auf irgendwelche Kletterreisen gehen und dann war es mal wieder mehr Fotografie. So, kurzes Intermezzo hier, mache ich mal aus. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich mein erstes Kletterfoto einfach veröffentlichen konnte. Das war bei der Klettern damals, kennt jeder. Da liefen dann das erste Mal einfach so kleine Kontakte zusammen über einen Kollegen, mit dem ich heute fast alles mache, was mit meinem Film zu tun hat, dem Franz Walter, der damals für Red Chili sehr viel gemacht im Marketingbereich und Webseiten und ja, da hat man dann gemeinsame Bekannte gehabt und die so, ey, ruf doch mal bei der Klettern an, das Bild ist geil, kriegst du bestimmt irgendwie in die Gallery. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, wow, da kriegt man jetzt sogar irgendwie 100 Euro nebenbei. War damals viel Geld, konnte man schon wieder einmal in die Schweiz und zurückfahren, halt perfekt. Und so ging es dann eigentlich los. Ich konnte ein Bild veröffentlichen von guten Freunden beim Bouldern und dann habe ich mich aufgemacht und halt Kontakte geknüpft, halt die, die man sowieso schon hatte, einfach noch mehr ausgebaut, wirklich ja, Fotosessions ausgemacht, nach Spanien gefahren, Klettergebiete abgewandert, einfach Leute vor die Linse bekommen halt. Ne? Ja, und hier und da dann einfach den einen oder anderen glücklichen Zufall gehabt und dann auch mal Promis des Kletterns vor der Linse gehabt. Und so ging das dann eigentlich los, die ersten Veröffentlichungen. Also die waren wirklich self-made, also wirklich dann kleine Fotoserien gemacht außen. Da war das, glaube ich, auch noch nicht so inflationär wie heute. Und dann hier in der Fränkischen natürlich viele kamen zu Besuch, ne, mich da einfach rangehängt. Dann kamen die Kletterführer, habe dann immer eine Strecke in den Kletterführern bekommen, der Fränkischen. Dann kam der Panico Verlag, dann da in die Kalender reingerutscht. Alles noch mit der Fränkischen sozusagen. Also da sehr, ja, war meine Heimat, war logisch für alle anderen. Ja, und dann kamen die ein oder anderen größeren Shootings zufällig. Bei den Anfängen hattest du da schon automatisch, also hattest du die Kamera eh immer schon mit dabei oder war das eher, Nein. heute Also schleppst du mit oder nee, morgen? das ist auch heute noch so ein bisschen so ganz, also noch heute noch bewusster als damals, aber ich war oder ich bin immer noch Kletterer von Herzen, auf jeden Fall. Und habe aber damals schon gemerkt, so beides gleichzeitig, das klappt nicht. Ne? Entweder gehe ich klettern oder ich gehe fotografieren. Entweder ich mache das eine vernünftig oder ich mache das andere vernünftig. Das war damals noch ein bisschen so ein Mischmasch, logisch. Heute noch konsequenter, einfach klar zu sagen, ich bin jetzt hier zum Fotografieren und kletter vielleicht am Abend noch ein Top Rope. Oder ich bin jetzt hier zum Bergsteigen. Ich versuche auch immer noch, jetzt auch mit Familie und zwei Kindern und allem drum und dran, mir eine Expedition im Jahr rauszuschnitzen, wo in dem Sinn auch keine Kamera dabei ist. Okay. Nur, und das war das letzte Mal, da kam dann auch wieder was bei rum. Aber war ich auch wieder in Peru, da habe ich damals einfach, ja, einfach so eine Big Wall gesehen. Die hat mich schon immer fasziniert von allem drum und dran. Die Esfinge auf, ja, ist einfach eine Big Wall oben auf 5000 Meter. Und es war ganz klar, das wollte ich für mich so klettern, habe ein kleines Team zusammengestellt mit Freunden und bin dahin zum Klettern. Ne, es sind dann trotzdem auch eine Erstbegehung dabei rausgekommen und Bilder und Fotos. Aber alles, also 80%, 90% der Reise war, um mal wieder selber zu klettern. Und so ist es eigentlich immer noch. Also, ich gehe trotzdem mit Freunden hier in der Fränkischen raus, von denen man sicherlich auch Bilder verkaufen könnte, aber da geht man dann zum Klettern raus und versucht es nicht zu mischen. Das ist mir relativ wichtig. Ja, weil sonst macht man beides nicht vernünftig, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ich vollkommen genauso. Wie ist es aber mit dem Klettern entstanden? Ich meine, du hättest auch biken können. Ich meine, das geht auch in der Fränkischen Schweiz. Biken ist gar nicht meins.
Nee, es gibt nicht viele Sachen, Schwimmen, Wasser, Biken, alles probiert, logisch, tut man ja auch, wenn man außen unterwegs ist, aber vom Kajaken alles probiert, ja, es ist und bleibt das Klettern. Klar, jetzt mit weniger Zeit, mit Familie wird auch das weniger, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Und da bin ich glücklich, halt, den Beruf zu haben, dass ich aus Berufsgründen einfach in die Berge kommen und versucht dann immer hinten und vorne noch irgendwie einen Tag, 2 Tage mehr, 2 Tage weniger irgendwie ranzuhängen, um das ein bisschen zu genießen zu können. Aber genieße es genauso gerade irgendwie Trailrunning, einfach nur wandern oder solche Geschichten. Also es geht schon um Berge halt. Ist einfach eher mein Terrain. Wie gesagt, alles ausprobiert auf jeden Fall. Und mache auch weiterhin alles. Also ich fahre mit meiner Frau, meine Frau fährt gern Fahrrad. Es bleibt ja nicht aus. Ne? Und der Fokus jetzt nur aufs Klettern wird auch, ist jetzt auch nicht mehr so wie früher auf jeden Fall, wo man sich monatelang in irgendwelche Projekte reinhängt, nur dass man irgendwelche Grade erreicht, die sowieso eben wurscht sind. Also auch das hat sich relativiert am Ende. Ja. Ne? Aber Klettern würde ich schon sagen, ist die kleine Passion neben der Fotografie und der Musik. Ja. Du bist ja auch, also du wurdest mir ja quasi empfohlen, dann habe ich dich gegoogelt und da wurdest du als der Kletterfotograf Wo vorgestellt. immer du das gefunden hast. Ja. Und worin unterscheidet sich denn jetzt zum Beispiel die Kletterfotografie, wenn du jetzt sagst, Biken, Trailrunning, Landschaftsfotografie und so weiter? Also ein Kletterfoto stelle ich mir doch schon anders vor, spezieller vor als ein Landschaftsfoto, also ein Ja. Bergbild oder sowas. Was sind da so die besonderen Herausforderungen? Der Aufwand, ganz einfach der Aufwand. Ne, klar, Landschaft kann sich jeder vorstellen. Man geht in die Berge, sucht sich die Landschaft, die man toll findet. Und wenn man noch ambitionierter ist, steht man sehr früh auf, sucht sich das gute Licht, hat Wetterglück oder auch kein Wetterglück. Und dann ist die Sache, sage ich jetzt einfach mal, gegessen. Man geht dahin, wo man hin will. Das kann mit viel oder wenig Aufwand geschehen. Das kann auf einem hohen Berg, das kann auf einem kleinen Berg sein, das kann eine große Wanderung sein, das kann eine kleine Wanderung sein. Und am Ende, sobald es gut in der Fränkischen ist, ist es auch kein großer Aufwand, irgendwie Sportklettern zu fotografieren. Ist es dasselbe, als wenn du selber Sportklettern gehst, nur dass du deine Kameratasche noch dabei hast. Dann musst du dich ein bisschen mit Jümern auskennen. Also mit Seiltechnik, aber alles handelbar, sage ich jetzt einfach mal. Und dann geht es halt einfach los mit, ja, Expeditionen oder alpines Terrain. Da wird es dann einfach spannend oder kompliziert oder aufwendig, sage ich jetzt einfach mal. Und auch da einfach jetzt relativ früh eingestiegen. Ich hatte ein, zwei Schlüsselmomente auf jeden Fall, die mich da einfach ins kalte Wasser geschmissen haben. Und das waren sicherlich dann auch die Momente, wo ich hier meine, ja, Veröffentlichungen bekommen hat, die mich über die Fränkische rausgeschmissen haben. Und so hat sich das Ganze dann auch entwickelt, dass es dann, ja, die Anfragen eher Richtung Expeditionen dann immer ging, eher Richtung alpine Geschichten ging, wo wahrscheinlich dann auch jetzt irgendwo mein Name, wie auch immer, entstanden ist. Waren sicherlich die großen Berge, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und wenn du jetzt sagst, es ist mehr Aufwand, Klettern zu fotografieren, also wie stelle ich mir das vor? Ist es dann wirklich nur, geht es da, ist es dann ein Shooting? Also ihr macht eigentlich keine Klettertour, sondern ihr fotografiert nur. Oder jetzt bei einer Expedition, man macht dann einen Tag Fotos und den Rest der Tage ist dann wirklich nur Klettern? Oder wie stelle ich mir, also wie Ja, funktioniert es gibt, das? also das ist meistens der Fall, also die Jungs, die Mädels machen eine erfolgreiche Begehung. Ja, meistens, ja, sieht man ja Bilder von bekannten Kletterern, die irgendwas Tolles geleistet haben, was auch immer es dann ist. Und die rufen an und sagen, okay, wir brauchen was für unsere Sponsoren, wir brauchen was für Veröffentlichungen, wir brauchen einen kleinen Film, da ist ein bisschen Kohle da von Sponsoren, kriegen wir da was zusammen hin. Ne? Aber meistens ist es wirklich so, die Tour ist schon geklettert. Und dann fährt man dahin, richtet nochmal die ganze Tour ein, heißt Fixseile rein, heißt entweder von oben rein oder das Ganze nochmal von unten wirklich klettern. Man ist dann dabei und dann geht es darum, einfach aus dem Bauch raus oder mit den Kletterern zusammen logischerweise gute Positionen zu finden.
ne, da gehört Erfahrung dazu oder auch nicht. Da entscheidet natürlich auch ein bisschen so, wie weit ist man bereit, sich ausgesetzt irgendwo hinzuhängen, wo man eigentlich nicht hängen will oder stehen will. Also es ist schon noch so ein eigenes, so eine eigene Überwindung gefragt. Ne? Wie weit will man da mit hochgehen? Wie weit will man sich an Punkte hängen, wo jetzt vielleicht keine Sicherung ist, wo man sich selber noch sichern muss und so weiter und so fort. Ne? Das ist schon mal dieses, wo ich sage, okay, das macht man jetzt nicht unten am Boden. Da geht man schnell mal einen Schritt nach rechts oder schnell mal einen Schritt nach links. Was du oben in der Wand natürlich nicht so einfach machen kannst. Und natürlich, kann ich mir vorstellen, umso exponierter die Tour, umso schwieriger die Tour, umso schwieriger ist es jetzt, von der Tour wegzukommen, sage ich jetzt einfach mal. Da hängt man an einem Cliff oder setzt irgendwie 5 Meter weiter nochmal irgendwie einen Friend oder einen Keil, wo man sich noch reinhängt, dass man eine andere Position bekommt. Oder klettert man wirklich noch auf ein kleines Band irgendwo anders, um den weiten Schuss zu bekommen. Oder klettert wirklich eine andere Tour, ein paar Meter, ein paar viele Meter weiter links oder rechts mit einem Seilpartner, dass man einfach nochmal einen weiteren Blick auf die Tour bekommt und so weiter und so fort. Also es ist mal viel mehr Aufwand, um nochmal andere Positionen zu bekommen. Und dann kommt halt noch ja, das bisschen Gefahr dazu, Seilmanagement, besser aufpassen, Seilschoner, alpines Gelände, Steinschlag und so weiter und so fort. Ja, also es kommen ein paar Faktoren dazu, die du jetzt bei der klassischen Landschaftsfotografie einfach nicht hast, weil du einfach im exponierten Gelände bist. Und da muss man selber für sich ein wenig entscheiden, wie weit will man mitgehen, wie viel Risiko ist es einem wert, das Foto zu bekommen. Ne, das ist auch, habe ich auch, lernt man dann auch mit der Zeit, logischerweise. Früher ist man da noch ein blauäugigen Schritt länger mitgegangen, mehr mitgegangen und heutzutage sagt man durch die Erfahrung, ey Jungs, ich habe den Schuss im Kasten. Ne, wir müssen nicht noch 3 Seillängen mehr machen, besser wird es nicht. Ne? Also das ist auch was, ja, was viele meiner Freunde oder Partner dann in dem Fall schätzen gelernt haben, weil sie sich darauf verlassen können, ja, wenn ich sage, das ist im Kasten, dann ist es im Kasten. Auch jeder Kletterer meint, ey, da oben ist noch ein geiler Griff, da ist noch eine geile Leiste. Und ich so, ja, ja, das interessiert aber keine Sau. Ich habe meine 10 Fotos für eine Serie im Kasten. Wir haben es gemacht, also alles gut. Ne? Und machen wir lieber noch ein geiles Bild im Biwak oder was, was die Leute noch interessiert, bevor wir jetzt nochmal 5 Stunden in der Wand hängen. Ne? Also da kommt dann einfach viel Erfahrung einfach durch die Veröffentlichungen dazu, wo man sagt, ey, Jungs, gut ist, alles ist fein. Ne? Ja. Und wie hältst du dich dafür fit? Also ich sag mal jetzt noch 5 Stunden extra, bedeutet ja eigentlich, du warst schon mal 5 Stunden drin. Ja. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen, beziehungsweise erstmal dorthin hinkommen, wo du die Fotos machst. Also ja. Das ist ja auch nicht ohne, sei es jetzt die Höhe, sei es die Anstrengung oder einfach ausgesetzt irgendwo da sitzen, könnte ich nicht. Gehst du täglich klettern oder sagst du, ich bin ein Naturtalent, ich brauche das nicht? Nee, schön wäre es täglich. Nee, ich bin viel beschäftigt. Von daher, man ist ständig unterwegs. Ich brauche die Bewegung, würde ich jetzt einfach mal so von mir aus sagen. Gerade im Moment mit Kindern geht man eher mal noch abends irgendwie 2 Stunden joggen, bevor man klettern geht. Klettertechnisch muss man nicht wirklich fit sein, um Kletterfotograf zu sein. Also ich würde mal sagen, wenn einer seinen 5er hochkommt und sich einfach wohlfühlt in ausgesetztem Gelände, das ist schon eine Voraussetzung, wo man sagt, okay, man sollte schwindelfrei sein, man sollte sich wohlfühlen, auch jetzt nicht in Gehgelände, sage ich jetzt einfach mal. Und alles andere ist einfach jümmern an fixen Seilen. Ne? Und ja, dafür muss man jümmern können. Das ist eine Technik, die kann man sich aneignen. Ne, klar, wenn du jetzt am L-Cap jümmerst oder am Eiger, dann sind es auch mal 500 Meter jümmern statt nur 20. Das kostet Kraft. Ja, aber die bekommt man dann auch meistens. Ich habe einen schönen Spruch mal vom Klaus Fengler. Ja, einer der Outdoor-Fotografen, würde ich jetzt auch mal sagen, aus Deutschland. Schon sehr, sehr lange im Geschäft. Und da habe ich irgendwo mal gelesen, die Fitness kommt mit der Expedition. Sozusagen. Man hat eine Grundfitness, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und wenn man jetzt auf Expedition ist und dann der Zustieg, alles drum und dran,
Ja, die Fitness kommt mit der Expedition, sage ich jetzt einfach mal. Und an sich macht man ja viel. Und bis jetzt hatte ich in dem Sinn noch keine großen Probleme mit einer Fitness, außer in der Höhe. Aber das, ja, das gleicht sich dann auch aus irgendwann. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also umso mehr du ja unterwegs bist, umso mehr bist du ja drinnen. Also das ist ja nur, wenn du jetzt mal ein halbes Jahr nichts machen würdest. Ganz genau, ja. Also das wär, wahrscheinlich ist es dann so, also ich merke es gerade schon, mit Familie ist weniger Zeit da, um für sich selber viel zu machen. Und jetzt erst im Sommer wieder mit zwei Kollegen unterwegs gewesen, an den Wänden stöcken. Und da war der Zustieg dann am vierten und fünften Tag dann irgendwie morgens 2,5 Stunden steiler Aufstieg, habe ich dann schon irgendwann gemerkt. So, weil die Jungs sind halt dann immer, das sind einfach Profis, die machen, also die sind einfach verdammt fit. Also den Unterschied, da kann ich auch nicht, werde ich auch nie mithalten können, also mit wirklich den Profi-Bergsteigern. Das ist auch immer wieder, also finde ich eigentlich auch immer das Spannende zu sehen, was die wirklich leisten können. Also man ist in extremen Touren. Ich habe das Glück, da wirklich Highlights der Klettergeschichte auch schon fotografiert zu haben und kann es, glaube ich, auch irgendwo übersetzen. Aber da finde ich es fast noch erstaunlicher, neben der Kletterleistung, das kann man trainieren, ist es wirklich die Grundfitness rechts und links davon, die einfach unglaublich bei vielen ist. Gerade im alpinen Bereich, ja, dieses Projektieren über Jahre an großen Wänden, was da rechts und links noch an Fitness dazukommt, also fasziniert mich jedes Mal. Und wenn es nur die Zustiege sind, jeden Tag, und also es ist unglaublich einfach. Ja. Das unterscheidet einfach da dann auch den Profi von einem sehr guten Kletterer, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Was waren so deine Highlights, wo du dabei warst oder dabei sein durftest? Also ich denke, der Sprung oder ja, wie gesagt, damals wirklich ins kalte Wasser war, also ich hatte selbst Erfahrung durch meine Kletterreisen, ich habe den El Cap klettern dürfen, es waren aber alles noch private Kletterreisen, sage ich jetzt mal, ich wollte immer mal die Nose klettern, also von daher hatte ich schon Erfahrung jetzt in Big Walls und dann kam irgendwann mal der Anruf von Robert Jasper, sie hätten eine Tour am Eiger freigeklettert. Bis dato die schwerste, die Japanerroute am Eiger 8a. Und ja, alle Schweizer Fotografen, die man so kennt, haben gar keine Zeit. Thomas Senf, Thomas Ulrich, so die Nasen, die man so kennt. Ja, und er hätte gehört, ich kann jümmern. Und ich so, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ich hatte keine Vorstellung, was der Eiger ist, muss ich ehrlich gesagt sagen. Schon gehört, aber ja, ist halt eine hohe Wand, komm schon irgendwie hoch. Und da gibt es immer noch dieses. Dann, ja, Robert Jasper und Roger Schäli, bin da durch die Nacht dann gefahren, gleich am nächsten Tag, weil es waren nur 2 Schönwetterfenster noch gemeldet und wenn es dann vorbei war, dann ist der Winter da gewesen. Also Tour geklettert, schwerste Tour am Eiger damals, müssen wir irgendwie in den Kasten kriegen. Und bin da hingefahren und bin da in die Wand rein, alles Schnee, alles Eis, ich mit meinen Meindl-Wanderschuhen, nicht Steigeisen fertig irgendwie. Ich habe mir die Steigeisen irgendwie an Schuh gebunden und hat nur mit dem Kopf geschüttelt und nicht mit meiner Fließjacke damals. Also definitiv nicht ausgestattet für die eigene Nordwand. Aber wie gesagt, es war gutes Wetter, alles halb so schlimm und irgendwie Seilhandling war ja gut. Aber ich bin dann sehr kaltschnäuzig in die Wand eingestiegen, muss ich sagen. Aber die Jungs haben das ja gut gemacht, sind alles Profis und haben mich da durchgelotst. Und wir waren den ganzen Tag da in der Wand. Bis spät nachts haben die letzten Sonnenstrahlen noch eingefangen, sind dann wieder runter und dann hatte ich, würde ich mal sagen, die Story meines Lebens im Kasten. Die Japanerroute im Eiger mit Robert Jasper und Roger Schäli. Damals kannte ich sie beide noch nicht. Heute sind es, also Robert Jasper war es vor 2 Tagen noch bei mir, wir haben seinen Vortrag zusammen gemacht. Ich war mit ihm in Grönland letztes Monat. Und ja, es sind 2 sehr, sehr gute Freunde geworden. Seitdem und haben mich da in den Eiger eingeladen. Waren erstaunlicherweise sehr gut. Ja, irgendwie haben wir alles richtig gemacht. Und es gab aus dem Eiger damals, also solche Fotos in dem Sinn noch nicht. Für mich war es wurscht, ob es der Eiger war oder die Fränkische waren halt, ich wollte geile Kletterfotos machen und habe die Jungs da überall hingescheucht. Ja, also mir war in dem Fall wirklich nicht bewusst, wo ich war. Und wir haben ein großes Portfolio da schießen können.
Ja, hatte eigentlich eine Woche nachher einfach, die Mail war voll mit Namen, die ich mir immer nur erwünscht habe. Also wirklich Kontakte in die ganze Welt bekommen, vom Alpinisten, Rock and Ice, einfach die ganzen Magazine standen Schlange und es war für mich so, wow. Natürlich hat es dann auch Geld gegeben, neben Spritgeld, was es bis dato immer nur war. 2 Wochen unterwegs irgendwie für 200 €, dass halt Sprit und Essen drin war. Und mehr war es eigentlich mit Glück halt meine Veröffentlichung sozusagen. Mehr war es damals noch nicht. Und so ging das Ganze dann eigentlich los. Man hatte dann die ersten Kontakte zu den Sponsoren. Dann kamen natürlich andere Anfragen, andere Kletterer. Und so hat sich das seit, das war 2009 und jetzt sind 10 Jahre vorbei. Ja, und so hat sich es einfach entwickelt. Also man verkam von A nach B, nach C, nach D. Ne? Klar waren dann die Sponsorenkontakte wichtig. Und dann haben wir auch mal ein Shooting neben dem Klettern. Und so hat sich das entwickelt. Dann habe ich, glaube ich, die Zeit mitbekommen, wo der Umsprung war von Film groß auf Film DSLR. Den konnte ich mitmachen und habe den, glaube ich, ganz gut gemeistert auch. Somit kamen dann so die ersten Filmerfahrungen. Und ja, da steckt man gerade mittendrin, würde ich mal sagen. Ja, dass halt dieses Filmthema immer, immer, immer größer wird, kennt jeder. Alles muss sich bewegen. Instagram wackelt, wackelt schnell. Und ja, das ist gerade ein Riesenthema einfach. Und da bin ich glücklicherweise mitgewachsen, würde ich mal sagen, von der Fotografie in den Film. Ja, das ist so auch gerade die Entwicklung, würde ich sagen. So, Fotos werden schon bald ein Abfallprodukt oder sind schon fast ein Abfallprodukt und ja, es geht hin zum, ja, zum Film. Ja. Oder zum Meinst du, Kino. dass mit Instagram wackelt, weil dort eher Fotos anstatt Videos sind? Nee, andersrum. Also man merkt einfach, dass immer mehr Video gewünscht wird. Sei es von Kletterern selber, sei es von Sponsoren. Ja, ganz klar. Ganz klar. Also auch was jetzt Budgets angeht, ich muss davon leben. Ja, merke ich auch in der Werbung. Wie gesagt, also mein Hauptgeld verdiene ich durch Werbung, ganz klar. Und da ist Outdoor ein Teil davon, aber ein kleiner Teil, muss ich auch sagen. Also sind es 20%, der Rest sind wirklich Mode und Industrie und ja, ich würde sagen, klassisch Werbung. Und davon, von dem ganzen Paket würde ich jetzt auch mal sagen, sind im Moment ja 60, 70% Film, ganz klar. Ja. Bleiben wir trotzdem bei der Fotografie erstmal. Was macht denn für dich ein gutes oder das gute Kletterfoto beziehungsweise Bergfoto aus? Ja, schwer zu sagen. Von oben, von unten, von der Seite, mit Nee, Berg, ohne Berg? das ist der erste Blick, der entscheidet. Punkt. Das ist ein Bauchgefühl. Klar, man hat ganz viel mit Licht und allem drum und dran zu tun. Man hat sich gerade im Moment schon ein bisschen satt gesehen an diesen überbearbeiteten Bildern. Es gibt ein paar Fotografen, wo ich sage, wow, also die schaffen es einfach immer, gute Perspektiven, gutes Licht zu haben, weil sie einfach das Auge dafür entwickelt haben, die Lichtstimmungen kennen und so weiter und so fort. Ich habe es mich früher dann oft gefragt, so, ah Mann, ja, wie gerade schon erzählt, man macht hier so die Kletterfotografie immer nach der Begehung. Dann habe ich irgendwann den Challenge gesucht, so bei der Begehung dabei zu sein. Das war dann für mich so ein bisschen das gute Kletterfoto, wenn es nicht gestellt war, sondern ich wirklich live bei der Begehung dabei war. Da gab es ein paar schöne Erlebnisse. Zum Beispiel mit Alexander Megos. Ja, die ist ein bisschen untergegangen, die Tour. Würde ich mal sagen, Europas schwerste Big Wall in der Schweiz, die Fly. Und da haben wir wirklich gesagt, ey, wir steigen alle gemeinsam, es waren zwei Mannschaften, steigen mal von unten ein und steigen oben wieder aus und machen die Erstbegehung. Und stellen in dem Sinn wirklich nichts nach. Und so war es am Ende auch, ja. Also kein Foto war gestellt, war alles wirklich live bei der Rotpunktbegehung dabei. Und es war schon geil. Vielleicht sind es nicht die besten Kletterfotos geworden, so wie man es kennt. Aber zu wissen, dass die in dem Moment passiert sind und nichts gestellt, das hat mir persönlich super viel gegeben. Und das, wenn ich dann auch, also man steht ja heutzutage, man kann ein bisschen recherchieren, wenn ich irgendwie sehe, von manchen Begehungen, manchen Fotos, dass die wirklich live dabei waren. Und dass die dann erzeugt es von mir aus gleich einen anderen Respekt, wo ich sage, okay, vielleicht ist es jetzt
von der Komposition, vom Licht vielleicht nicht das Beste, aber boah, also das war im Moment und live und in dem Moment die Kamera rausziehen und draufdrücken, da gibt es ein paar Sachen, die mich wahnsinnig inspiriert haben oder wo ich gesagt habe, geil, einfach, will ich auch machen. Da gibt es ein Bild vom Nanga Parbat, Steve House, oben am Gipfel und fotografiert seinen Partner. Das Bild ist komplett unscharf, komplett überbelichtet, einfach rein diese ganzen technischen Sachen stimmen nicht, aber du siehst so eine Gestalt auf Knien und das sagt einfach alles aus. Das ist eine der größten Begehungen der Klettergeschichte und du packst oben die Kamera aus nach Tagen ohne Essen und oben und drückst noch drauf. Oder noch Corey Richards, Cold, Gasha Brom, erste Winterbegehung. Und er hat da Bilder nach Hause gebracht, das gibt's nicht. Halt. Du ziehst auf 8000 Meter nicht noch deine DSLR raus, holst irgendwie die Batterien aus deiner Unterhose, steckst sie rein, bloß weil jetzt gerade die Sonne aufgeht und der Kletterer einfach da in der Sonne steht und machst dieses Bild einfach, weil du Fotograf bist. Und das ist unglaublich einfach. Da habe ich schon, da habe ich einfach aus der Sache an sich sehr großen Respekt. Und dann gibt es natürlich ja, Bilder, was mich heute noch, eins der besten Bilder ist jetzt aus dem Surfen, aber ist eigentlich Landschaftsfotografie, kennt jeder bestimmt, Chris Burkhardt, großer Name. Sein erstes Bild, was auf dem Red Bull Illum gewonnen hat, so ein Surferbild, wo einfach alles stimmt. Licht, der Surfer am richtigen, und das sind so Sekunden, wo du am richtigen Ort bist, die entscheiden. Und klar, Landschaft ist so eine Geschichte, du musst zur richtigen Zeit am Ort zu sein, aber wenn da noch irgendwie Sport oder Action passiert und das dann noch als zweites Element mit reinkommt, wo du siehst, das stimmt gerade alles, fasziniert mich das schon. Ne? Und dann gibt es natürlich noch so künstlerische Ansätze. Klar, Instagram gibt einem heute verdammt viel Inspiration, fast schon zu viel. Aber da gibt es schon ein paar geile Nasen, die da wirklich aus der klassischen Landschaftsfotografie einfach noch Sachen rausholen, wo ich sage, geil, ja, es geht noch weiter auf jeden Fall. Ne? Definitiv. Also sind so die, findest du deine Motive oder deine Inspiration auf Instagram von anderen Fotografen? Klar, es ist einfacher. Du, es ist einfacher. Ich habe mich ein bisschen gewehrt die letzten Jahre. Bin da sehr spät eingestiegen. Dann kamen so ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, naja, vielleicht sollte man es doch haben. Jetzt im Moment betreibe ich es gar nicht mehr, weil es einfach völlig unwichtig ist. Auch für meine, ja, für mich ist es einfach völlig unwichtig geworden. Aber trotzdem ist es einfach sehr einfach, sich Inspiration zu holen. Also es ist einfach ein sehr einfacher Weg. Im Internet kann man recherchieren, aber man kommt, also ich sage, dafür nutze ich es auch und dafür nutze ich es gerne. Ja, sich inspirieren zu lassen, definitiv, klar, ich kaufe mir auch Bücher, ich gehe auf Ausstellungen und so weiter und so fort, aber definitiv sind da ein paar Nasen, boah, wo ich einfach jeden Schuss geil finde, Punkt aus, also die einfach ihre Arbeiten veröffentlichen können, die ansonsten, was weiß ich, wo schlummern würden, ne? Und das ist schon, ja, finde ich gut, also da hole ich mir auch definitiv Anregungen oder einfach nur zolle großen und tiefen Respekt vor der Arbeit. Den Zeitaufwand, wie auch immer. Ne? Ja. Aber was sind denn deine Lieblingsmotive? Meine Lieblingsmotive, da glaube ich, muss ich wirklich sagen, da gibt es, wie bei der Musik, da gibt es kein Genre oder irgendwas, vor dem man Halt machen muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Weil es einfach... Ich finde Bilder geil, ganz einfach. Ich bin kein Künstler und betrachte es als, in dem Sinne auch nicht als Kunst, sondern als Handwerk, ne, das Ganze, und habe aber durch meine Arbeit, wie gesagt, weil ich viel in der Werbung arbeite, beschäftige mich einfach auch sau viel mit anderen Themen als nur Landschaft und Kletter und Foto und versuche das natürlich in die Outdoor-Fotografie mit reinzuziehen. Ne, damals vor Jahren ist jetzt auch üblich, mit Blitz irgendwie auf eine Boulder-Session zu gehen. Ne, war mir damals, glaube ich, war für viel Geld den ersten Blitz geholt, den man irgendwie da
nicht nur oben auf die Kamera draufstecken kann. Und bin da auf Boulder-Sessions mitgegangen, war damals noch sehr unüblich, kam aber an sich aus der Modefotografie, ne, habe ich es mit rausgenommen. Ne, wo ich sag, und da gibt es viele Sachen. Ne, und deswegen alles, was mir einfach gefällt als Bild, ne, was ich schaue in und sage, ey, geiles Bild. Und da gibt es kein Lieblingsbild. Es gibt Bilder, die hervorstechen. Es gibt Fotografen, die aus irgendeinem Grund hervorstechen, immer wieder, weil sie talentiert sind, weil sie an Orten sind, wo man nicht hinkommt, weil sie Aktionen starten, die aufwendig sind, und die inspirieren mich und die finde ich gut. Ja. Aber ich würde es jetzt nicht auf ein Thema einschränken, ganz klar nicht. Ja. Es gibt geile Modefotografen, geile Porträtfotografen, es gibt unglaublich gute Landschaftsfotografen, Tierfotografen. Und ich sage so, jedes Thema in der Fotografie ist so speziell, wenn es die Leute gut betreiben, gehört da so viel Aufwand dazu und so viel Kreativität, wo ich sage, ja, da gibt es auch keine Grenzen. Und es wäre schade, da zu sagen, ich finde nur das geil. Ja. Jetzt hast du schon das mit dem Blitz erwähnt. Was nutzt du denn für Ausrüstungsgegenstände, also Objektive, Kameras und so weiter? Also das ist auch immer so ein Teil, der dazu gehört. Ja, alles ist, aber ich sag mal, mit dem Handy ist dann doch nochmal was anderes zu fotografieren als mit einer großen Spiegelreflex. Ja, auf jeden Fall. Es wird sich ändern. Es wird viel mit dem Handy fotografiert. Es wird auch viel veröffentlicht. Also ich hatte dieses Monat mein erstes iPhone-Foto in der Alpine. Musste ich auch ein bisschen schmunzeln, was auf einer DIN A4-Seite veröffentlicht wurde. Aber ja, da geht's hin, weil dieses... Auch ein schöner Spruch, ein alter Spruch, die beste Kamera ist die, die du immer dabei hast. Punkt aus. Früher waren es schlechte Kameras, heute sind es kleine, gute Kameras und die Entwicklung geht dahin, dass du mit dem iPhone viel machen kannst, immer mehr machen wirst. Aber ich hatte letztes Jahr einen schönen Workshop und habe da auch halt im Vorfeld ein bisschen alle, die teilgenommen haben, so ein bisschen versucht rauszubekommen, was sie interessiert und ein großer Punkt war halt Equipment. Hab mich auch ein bisschen gewundert, deswegen habe ich meinen Bus dann voll gemacht mit allem, was ich so im Keller liegen habe, von der Fototasche verschiedene bis halt die verschiedenen Kameramodelle und so weiter. Am Endeffekt ist es klar, abhängig von dem Job oder von der Aktion, die du machst. Schöner Schritt hin ist jetzt zu den Spiegellosen, macht das Ganze natürlich um einiges leichter. Und ja, kleiner, sage ich vor allem. Also früher mit der DSLR im Berg, mit drei Objektiven, warst du schon gut beschäftigt, das irgendwie zu schleppen. Heute mit einer Spiegellosen und drei Objektiven dazu, hast du die Hälfte einfach an Platz und Gewicht. Ne? Und klar, wenn ich jetzt weiß, ich bin nur im Alpinen unterwegs, also wo ich sage, wirklich live dabei mit Schnee und Eis und allem drum und dran, nehme ich auch nur zwei Objektive mit statt drei. Ne, ich weiß vorher, wo ich bin und was ich mitnehmen kann. Ne, jetzt in Grönland wusste ich, okay, ich habe immer ein Boot, wo ich zumindest alles reinlegen kann und so eine kleine Base, und dann kann ich nochmal links und rechts gucken, was ich mitnehmen. Habe dann auch eine große Drohne dabei gehabt, weil ich wusste, ich muss sie nicht überall hinschleppen. Ne? Also das macht schon sehr viel aus. Klar, Kamerataschen sollten funktionabel sein, aber ich glaube mal, jetzt gerade im Moment die Entwicklung dahin spiegellos ist sehr cool, auf jeden Fall. Ja, dass du einfach sagst, du sparst dir die Hälfte, kann ich auch nur jedem empfehlen am Ende. Klar, in der Wand arbeite ich dann nur mit Zoom-Objektiven, um nicht tausendmal das Objektiv zu wechseln. Aber da auch nicht die lange Optik weglassen, weil es dann trotzdem nochmal das Fünkchen anderes Foto ist, was man aus der Wand nicht kennt, merke ich immer wieder mit 200 mm nah an den Kletterer ran und du bist 50 Meter drüber. Ist schon auch geil. Also da, ich nehme lieber auch immer ein Objektiv mehr mit als eins weniger, einfach weil du nochmal andere Perspektiven hinbekommst, die du so nicht bekommen würdest, auf jeden Fall. Ja. Und was war so der Ausrüstungsgegenstand, wo du sagst, der hatte die positivste Auswirkung für dich in letzter Zeit? Also ganz klar die spiegellose Kamera, 100%. Ja. Also wie gesagt, ich habe damals die erste auf dem Markt war von Olympus, mit der habe ich dann auch. Das wurde dann so meine Big Wall-Kamera.
klein, fein, die hatte nicht besonders viel Megapixel, aber war dann auch im LCAP am Fotografieren und wurde am Endeffekt auch am Messestand groß aufgeblasen. Und da hat es mir dann auch irgendwann gesagt, dieses ganze Pixel-Wahnsinn irgendwie war, die hatte, glaube ich, nur 16 oder so. Und trotzdem war das Ding dann irgendwie 5 Meter groß am Messestand gehangen. Geht alles. Und das war für mich auch dann, ich auch ganz klar kommuniziert, wenn der Sponsor oder die Agentur sagt, ey, sie will da irgendwie 50 Megapixel und ich muss die große mitschleppen, dann sage ich auch, dann müsst ihr das auch bezahlen. Also ich nehme meine kleine mit, ich habe einen kleinen Rucksack, ich kann mich frei in der Wand bewegen. Es hat dann auch mit Risiko und Gefahr zu tun am Ende. Und das war so das erste Mal, also die kleine Olympus Mark II oder keine Ahnung, was das für eine damals war, einfach kein Spiegel, kleiner Chip. So das erste Mal so, aha, ohne Spiegelreflex, fühle mich nicht ganz wohl sozusagen, aber hat super funktioniert. Und habe ich dann auch eben in Peru dabei gehabt, noch ein kleines Filmchen gemacht. Alles kein großes Kino, aber alles für diesen Zweck völlig ausreichend. Und das war so das erste Mal so, ey, ja, ist schon geil, eine Fette dabei zu haben, aber nö. Und jetzt heutzutage noch einfacher. Die Sonys machen einen guten Job mit ihren Kameras und so weiter. Ja, das war, wenn man jetzt Film noch dazu nimmt, einfach, du bist in der Wand und musst beides gleichzeitig machen. Du musst dein Foto nach Hause bringen und du musst deinen Clip mit nach Hause bringen. Und der Schritt auf die Spiegellose mit dieser Qualität, der jetzt gerade, also die gerade geboten wird, die letzten 2 Jahre, boah, das ist einfach ein riesiger Unterschied zu früher. Also monströs. Ja, wenn man Film und Foto in einen Haufen wirft und da die Qualität jetzt anschaut, die da rauskommt aus einer Kamera, ist unglaublich einfach. Ja, auch das Handling wird immer durchdachter, sage ich jetzt einfach mal. Die Hersteller stellen sich schon einfach darauf auch ein. Und ja, ist eine geile, also für mich eine geile Entwicklung, definitiv. Ja. Ja. Jetzt hast du deine Fotos zu Hause, also nicht nur in der Kamera, sondern sogar zu Hause. Ja. Wirfst du die dann quasi von der Kamera direkt zum Kunden oder bearbeitest du den nach und wie bearbeitest du den nach? Ja, der Kunde ganz selten die RAWs zu sehen. So würde ich auch keinen empfehlen, auf jeden Fall. Im Endeffekt, wie damals schon gesagt, also ein Bild ist erst ein Bild, wenn es aus der Entwicklung rauskommt. Damals war es das Chemiebad, mich sehr viel mit beschäftigt. Also ich war gerne in der Dunkelkammer, sowohl Farbe als auch Schwarz-Weiß. Und genauso ist es jetzt. Ich arbeite mit Capture One eigentlich ausschließlich. Das ist eigentlich mein Entwicklungstool. Und da sind die Möglichkeiten einfach unendlich geworden. Ja. Und es macht auch Spaß. Und ich gebe auch zu, man kann auch ziemlich Müll fotografieren und bekommt noch ein ziemlich geiles Foto dabei raus. Manchmal macht es sogar den Reiz aus völlig beschissen belichteten Fotos irgendeinen Style drauf zu hauen. Auch das hat seinen Charme. Damit habe ich gelernt, auch jetzt in der Mode und so weiter ein bisschen. Also bewusst falsch zu belichten, bewusst jetzt mal Blödsinn zu machen und das durch die Möglichkeiten, die die Technik gibt, dem Ganzen einfach einen Stil zu geben. Und ich glaube, das ist auch definitiv was, glaube ich, so ein bisschen die Kletterfotos von mir, so ein bisschen vielleicht früher, wie gesagt, heutzutage finde ich es aus dem Ganzen, sind so viele Leute, die wirklich geilen Scheiß machen. Aber ich würde mal sagen, ein großer Schritt war eben dieses, sich länger mit der Entwicklung zu beschäftigen und da sich auch was zu trauen, die Regler wirklich auszuprobieren bis zum Ende. Und ja, also da stecke ich ziemlich viel Zeit rein, definitiv. Ja. Und welchen Rat würdest du jetzt jemandem geben, der bessere Kletter- oder Bergfotos machen möchte? Also wie gesagt, der Rat ist definitiv, sich wohlzufühlen in der Wand. Also Seiltechnik ist, also das muss sitzen, Punkt aus. Weil derjenige vor der Linse, ja, ist einfach begrenzt in seiner Kraft, in seinem Posing und so weiter. Und es muss, also das stelle ich immer wieder fest, es muss schnell gehen, fertig aus. Also man muss sein Equipment 100% unter Kontrolle haben. Und das kann man am Boden üben. Also manuell, nur manuell fotografieren. Und das muss einfach
wie am Schnürchen einfach laufen. Man muss das 100% unter Kontrolle haben, zu wissen, okay, will ich jetzt eine offene, will ich eine geschlossene Blende? Also das sollte man alles vorher im Kopf haben, was man haben will. Und es muss eigentlich in Sekunden abrufbar sein. Querformat, Hochformat, Belichtung dabei umzustellen, weil dann im Hintergrund irgendwie noch was ausreißt. Dabei schon im Hinterkopf zu wissen, okay, was kann ich jetzt aus der Software rausholen? Ne, wenn ich sage, okay, jetzt ist der Kontrast zu hoch, aber das hole ich mir in der Software wieder. Oder, ey, das Bild geht jetzt einfach nicht, wir stellen sofort die Szene um. Ne, weil am Berg sind 10 Minuten, können verdammt lang sein, irgendwie 5 Meter über dem letzten Bolt oder über der letzten Sicherung. Also im Endeffekt tut man demjenigen, der klettert, einen verdammt großen Gefallen, wenn man einfach mit draufdrückt und sagt, Junge, wir haben es im Kasten. Sich hundertprozentig sicher sein im Umgang mit seiner Kamera, mit Schärfe, mit Autofokus, mit Belichtung, Objektivwechsel. Also jeder sollte, wenn es nicht stressig ist, den einen oder anderen Objektivwechsel mal in der Wand gemacht haben, um zu wissen, auf was man da achten sollte, dass das Objektiv auch in der Tasche bleibt, sozusagen, oder an der Kamera bleibt. Also das sind eher so Handling-Geschichten, würde ich sagen, wo man sagt, ey, ich fühle mich in meinem Klettergurt wohl, ich fühle mich in meinem Fixseil wohl, ich habe meine Taschen für mich so gepackt, da ist jeder individuell, da kann man viele Empfehlungen aussprechen, mache ich auch an meinen Workshops, wo ich eine Range von 8 Taschen da habe, wo ich sage, okay, schaut sie euch an, alle Taschen haben so ihre Gimmicks, aber am Ende muss man sich selber damit wohlfühlen und den Zugriff kennen, sage ich jetzt auch mal, auch zu seiner Kamera. Ne, ich muss blinden Objektiv wechseln können, nicht erst gucken, wo sind die 2 roten Punkte, sondern drehe ich links rum, drehe ich rechts rum. Also dieses ganze Handling von seinem Equipment muss 100% laufen und schnell laufen. Und dann, glaube ich, hat man schon verdammt viel gewonnen, weil man auch dann in der Wand viel bekommt. Schnell von Hochformat auf Querformat umstellen, den Fokuspunkt ändern, die Belichtung ändern. Das macht einfach schon sau viel auf, innerhalb von einer Minute das Objektiv zu wechseln, obwohl der Kletterer eigentlich noch in derselben Position ist, zu sagen, okay, ich nütze jetzt sein Schütteln aus, um schnell mein Objektiv zu wechseln. Das merkt er gar nicht. Und habe eigentlich von einer Szenerie 2 komplett unterschiedliche Perspektiven, einfach nur, weil ich das Objektiv gewechselt habe. Ich bin einmal nah dran und haue einfach meinen Super-Weitwinkel drauf und habe gleichzeitig noch den Panoramaschuss eigentlich aus derselben Kletterstellung, sage ich jetzt einfach mal. Der schüttelt eine Minute, ich habe in der Zeit einen Weitwinkel drauf geschaut, sage ich. Und das sind 2 Bilder, 2 komplett unterschiedlich, die manchmal auch so veröffentlicht werden, obwohl es dieselbe Kletterposition ist. Ja. Und das macht, würde ich mal sagen, sehr viel aus. Ja. Und jetzt mal die negative Sache, gibt es dann auch Ratschläge oder irgendwelche Tipps oder Annahmen in der Welt, wo du sagst, nee, das stimmt überhaupt nicht. Also zum Beispiel JPEG ist genauso geil wie RAW oder ja, in diese Richtung. Klassiker. Ganz einfach. Ey, also wer irgendeinen Anspruch auf seine Fotografie hat, soll ein RAW schießen. Punkt aus. Also das ist eigentlich, und alles andere ist wirklich, geht raus und probiert rum. Und ja, am Ende kann ich nur den Tipp geben, das Beste, ja, hab die Kamera immer dabei halt, Punkt aus. Ne? Das macht ein gutes Bild aus, dass du es machst am Ende. Dass du es am Ende wirklich machst. Es sind viele Situationen gewesen auch, wo ich auch gesagt habe, so Jungs, jetzt reicht's, ich habe keinen Bock mehr, ich will runter, es ist kalt, ich habe Hunger, wie auch immer, irgendwas. Und man gesagt hat, ey, jetzt warten wir noch 10 Minuten, vielleicht gehen die Wolken nochmal auf. Oder genau das Gegenteil. Auf einmal kommt Nebel in die Wand und machst halt einen Nebelschuss. Geil. Hättest du, wenn du vorher 5 Minuten vorher abgeseilt wärst, nicht mehr gehabt. Nur ein schöner Spruch von einem guten Kollegen, mit dem ich einfach noch, wenn du denkst, das ist vorbei, zähl nochmal bis 10. Das sind so Sachen, so machen es manchmal aus. Es ist manchmal auch, da bin ich nicht gut drin wahrscheinlich, aber diese Momente neben dem Bild zu bekommen, ja, finde ich cool, wenn das jemand schafft. Und da ist es genau das, man hat sein Bild gemacht, wartet nochmal 10 Sekunden. Dann ist es vielleicht ein cooler Lacher von der Person oder irgendeine Situation, die dem da außen, der das Ganze dann anschaut,
nochmal ein ganz anderes Bild gibt und was aber eine ganze Story dann rund macht. Du komponierst, du stellst Szenen zurecht, ob jetzt in der Wand oder am Boden oder sonst wo, und die sind für dich in deinem Auge perfekt. Passiert mir ganz oft in der Mode, du hast was im Kopf und hast es auch im Kasten, dann schaust du kurz auf dein Display, dann schaust du hoch, das Model macht irgendwas, du drückst zweimal drauf und das ist der Schuss dann. Ja. Weil sie abgelenkt ist, weil sie eigentlich natürlich ist. Eigentlich, ne? Und das kannst du eigentlich auf alles umsetzen. Ne? Wo du sagst so, versuch die Szenen rechts und links noch einzufangen. Wo ich sage, das sind die authentischen Geschichten. Ja. Sehr cool. Das ist ja im Prinzip das, was du vorhin schon mal gesagt hattest, das mit dem, es ist nichts gestellt. Das ist ja... Ja. Also ist klar. Die Making-of-Szenen. Ja. Also gefallen mir auch, wenn ich sie sehe, wenn die einer geil captured. Das muss dann... Also ich habe da sicherlich ein paar im Kopf, die jetzt in dem Sinn auch nicht veröffentlicht sind, aber die mir viel bringen. Ne? Oft werden sie dann nicht veröffentlicht, weil es nicht die perfekten Bilder sind oder wie auch immer. Aber ja. Ja. Welche fotografischen Fähigkeiten hast du dir in den letzten Jahren so angeeignet? Also bei mir zum Beispiel, ich sage es immer wieder, ist es so die Nachtfotografie, die ich noch verbessern möchte, beziehungsweise angehen möchte. Was ist das bei dir, was du so in den letzten Jahren dir angelernt hast und was du aber auf jeden Fall noch in den nächsten Jahren machen möchtest? Nachtfotografie kommt sicher dazu. Das ist ein großes Spielfeld. Da bin ich jetzt auch nicht der Beste drin. Ich probiere es immer wieder halt, aber ja, das ist wirklich was. Da gibt es gute Jungs, also da muss ich auch immer wieder mit den Ohren schlackern. Ja. Das ist ein großes Spielfeld, was ich gerne noch ein bisschen mehr betreiben würde. Auf jeden Fall. Was ich mir angeeignet habe und was ich gerne noch mehr ausbauen würde, obwohl ich da, ja, wo es eigentlich schon ganz gut läuft, ist einfach wirklich, es gibt so ein, zwei Situationen, die ich bei Jobs hatte. Also ich hatte unter anderem, und das war wirklich ein Schlüsselerlebnis, ich durfte assistieren bei, das ist auch schon jetzt ein gutes Stück her, Jim Rakete, weiß ich nicht, ob das irgendwem was sagt, aber ein relativ sehr bekannter Porträtfotograf Deutschlands, also alle Politiker, alle von Jimi Hendrix bis was ich war, also geiler Typ einfach. Ja. Alter Mann schon, ist nie auf die Digitalfotografie umgestiegen und der hatte mal so ein Mode-Commercial, da konnte ich in Berlin assistieren. Oh, ich war mega nervös. Oh mein Gott. Da kam irgend so eine Sängerin kam da. Und ich bin nach Berlin gefahren, irgendwie einen Abend vorher, gehe früh in sein Studio. Und so, oh Gott, super nervös gewesen. Und dann war er nicht da. Ich so, geil, geht ja schon gut los. Und dann irgendwann, der Kunde war da, das Model war da. Alle schon nervös. Und dann kommt ein Typ mit kaputten Jeans. Einfach ein Typ, wo du nie denken würdest, dass er einen Tagessatz von, was weiß ich, 15.000 Euro hat, hat irgendwie seine alte Fachformatkamera auf der Schulter und hat gemeint, Peter Lindberg war gerade in der Stadt, ein alter Kumpel, von dem wollte er noch ein Porträt machen, sorry, dass er 2 Stunden zu spät ist. So. Schon mal geil. Ey, wenn er einen Kaffee wollt, wo da üben ist irgendwie der Gaskocher. Dann hat er so eine, wie man es kennt, von Auto, so eine kleine Alukanne mit einem Gaskocher drauf, macht euch einen Kaffee. Und halt Kunde und lala. Ich so, geiler Typ. Wow. Und sie haben ihn geliebt dafür halt. Es ist einfach dieses Normalbleiben. Es ist keine Zauberei. Ich mache auch nur ein Foto, Punkt aus. Egal wie groß das Trara außenrum ist, egal wie groß der Name ist, den man fotografiert oder nicht fotografiert. Alles nur normale Menschen, die ihren Kaffee auf dem Gaskocher machen. Und das war so ein, das war wirklich ein Schlüsselmoment, wo ich sage, wie er mit Kunden, mit Menschen, mit dem, und das macht seine Fotografie aus, dass er dem gegenüber als normalen Mensch betrachtet. Und als, und das hat, das war eindrücklich, dieser Tag mit ihm, wie normal er mit reichen Menschen, mit berühmten Menschen, mit Kunden. Und am Ende war ich der Letzte mit ihm, der ein Bier gesoffen hat nachts um 10 und der mit mir das Set abgebaut hat. Wo ich sage, naja, geil.
ne, der mir beim Streichen geholfen hat, vom Hintergrund und solche Geschichten, wo ich sage, wow. Und das hat mich eindrücklichst bewegt, was mir eine Lockerheit dann verpasst hat in den Jahren danach, wo ich sage, das ist noch mehr, es ist wirklich egal, wer vor der Linse steht oder wie chaotisch die Situation ist oder es geht nur um ein scheiß Foto halt. Ne, und das, so ein, das hat mir viel gebracht, als dann irgendwie auch in der Kletterszene da auf einmal irgendwelche Größen vor mir standen, wo ich sage, so, es sind auch alles nur... Und das hat viel, glaube ich, ausgemacht dann auch, wo ich sage, okay, da kamen dann auch die Möglichkeiten, hier und da auf Expeditionen mitzugehen, weil das Ganze auch nur, sind alles normale Menschen halt, die sich freuen, wenn sie normal behandelt werden. Und das gilt von den Stars und Sternchen irgendwie in der Modeszene bis zum Kletterer, der gerade gehypt wird. Ja, es bleibt alles ein Foto und Film, fertig. Ja. Kann man sagen, also es geht ja in die Richtung Mentoring beziehungsweise Abkupfern von anderen oder Kopieren von anderen, von besseren, ja nee, besseres vielleicht falsch, aber von anderen halt. Denkst du auch, dass man von anderen viel mehr für die Praxis lernen kann als ja, aus Büchern, sag ich mal? 100%. Es geht nur so. Nur so. Also ich... Alles, was ich gelernt habe, habe ich von anderen. Also egal, ob es im Umgang mit Menschen, ob es Kameratechnik, vor allem Licht. Also Licht, ich mache viel mit Licht. Ich jetzt wieder weniger, weil ich mehr auf Available Light umsteige. Einfach so, das sind immer so Phasen im Endeffekt, die man durchgeht. Aber am Ende die Erfahrung mit anderen Fotografen assistieren zu dürfen oder mit unterwegs sein zu dürfen, ist einfach. Ja, das A und O, ganz klar. Ja, auf jeden Fall. Egal wie gut, es gibt keine guten und schlechten Fotografen. Weil selbst, wo du empfindest, dass es ein schlechtes Foto ist, dann lernst du diese Person kennen und dann weißt du, warum die Leute gern mit ihm unterwegs sind. Weil das macht meiner Meinung nach 90% der Arbeit jetzt von dem Fotografen aus, dass du halt, wenn du jetzt kein Sachfotograf bist im Studio, du bist halt mit Menschen unterwegs. Ne? Und die musst du handeln. Ne? Und das ist, sie müssen dir ja was geben. Ne? Also musst du ihnen auch was geben. Ne? Und da ist das Foto vollkommen zweitrangig. Das ist ganz, ganz weit hinten kommt das Foto. Das ist der letzte Moment und der dauert eine Hundertstel, Punkt. Ne? Alles davor und danach spielt eine Rolle. Das Foto selber spielt auch für mich eigentlich keine Rolle. Das ist halt was, das habe ich gelernt. Ich kann mit einer Kamera umgehen, ich kann auf den Knopf drücken, ich kann belichten, aber eigentlich ist ein Foto ein Hundertstel von einer vierwöchigen Expedition. Ja. Das Ergebnis im Prinzip im Umgang mit anderen Menschen. 100% Fotografie ist für mich nichts anderes, außer du bist allein in deiner Landschaft, bist ein Landschaftsfotograf. Okay, das ist dann klar andere Voraussetzungen irgendwie, aber selbst wenn du das bist und irgendwie gut bist, du meistens im Team unterwegs. Man darf trotzdem die Leute, die oft nicht genannt werden, darfst du halt nicht vergessen. Punkt aus. Es sind immer Leute mit dir unterwegs. Du hast Assistenten, wie auch immer. Ja, die machen einfach deine Arbeit genau, beeinflussen deine Arbeit genauso. Ohne die wird es nicht gehen. Ne? Ja, ganz klar. Das Foto ist das Kleinste. Deine Geschichte mit Jim Arcetti, die finde ich erstmal schon mal der Hammer. Aber gab es auch noch so im Kletter- oder Bergbereich noch andere lustige Anekdoten beziehungsweise atemberaubende Momente, wo du sagst, puh, das werde ich nie vergessen, das war so geil? Lustige ganz viele, da komme ich wahrscheinlich vom Kacken in der Big Wall bis, keine Ahnung, da gibt es wirklich viele. Es gibt auch traurige, also die ganz eindrücklichen Erlebnisse sind eher in die andere Richtung, ganz klar, die haben mich sehr beeinflusst. Ja, weil lustig ist es, also man weiß, jeder Mensch in den Bergen, man ist mit Leuten unterwegs, da ist jeder Tag schön, ist jeder Tag irgendein Blödsinn, der passiert, irgendein Doofsinn, der runterfällt, irgendwas, also da kann ich gar keinen speziellen Moment rausziehen, weil jeder Tag in den Bergen oder auf Job oder auf Expedition ist einfach ein schöner Tag, ne? Wo ich sage, ey, ja, also da gibt es wirklich zu viele irgendwie. Ein lustiger Moment war mit Alex Negos auf seiner ersten Big Wall. Ja, ich habe das Portledge aufbauen müssen mit Roshi unterwegs, der schon sehr
Ja, und irgendwann nach, ich weiß nicht, wie lange wir in der Wand waren, 5, 6 Tage, geht das Wasser aus halt. Und dann hat man nur noch Bier. Dann trinkt man halt morgens um 8 Bier an seinem letzten Tag irgendwie. Dann weiß man, man hat noch 15 Stunden in der Wand. Der Ausstieg kommen noch 7 schwere Längen, die noch keiner gesehen hat. Und es hat sonst nichts mehr Flüssiges da. Und dann tut man halt ein bisschen Haferflocken ins Bier. Und geht halt nicht anders in diesem Moment. Punkt aus. Ja, und trotzdem, ja, dann trotzdem oben auszusteigen, völlig dehydriert und trotzdem noch eine 8B oben rausklettern. Ja, da gibt es viele, viele, viele Momente. Ne? Und dann ganz im Kopf bleiben natürlich dann genau auch die anderen Momente, die genau das Gegenteil sind. Ja, die Geschichten gehen in den Bergen, glaube ich, nie aus. Da bin ich mir relativ sicher. So, da ich kein Kletterer bin, jetzt muss ich nochmal zurück zu das, was du gerade gesagt hast. Kacken in der Big Wall. Mhm. Hat dann der nachsteigt, einfach Pech oder wie funktioniert das? Ja. Im Endeffekt wartet man natürlich, bis alle oben sind und kackt dahin, wo kein Zweiter durchklettern sollte, oder pisst dahin, wo kein Zweiter, aber man lässt sich auch das nicht verhindern. Das sind die spannendsten Momente auf jeden Fall. Ja, ich hatte auch schon, oh mein Gott, ja, ein lustiger Moment muss ich, ja, war auch in Peru auf 5000 Meter, Big Wall klettern, freiklettern, auf einem Band und ein Kollege ober mir 20 Meter, keine Sicherung, auch nicht möglich, irgendwas zu legen, schwieriges Gelände und es war klar, ich stehe an so einem Band. Wenn er jetzt fällt, fallen wir beide runter. Also ist auch egal, er schreit zweimal runter, pass auf und und ich so, ja, pff, ja, wenn er runterfällt, dann fallen wir jetzt beide runter sozusagen. Ich musste wirklich dringend, ja, und habe mich halt hingesetzt und habe gekackt, während er vorsteigt, was ich mir in dem Moment gedacht habe, ist auch schon egal, halt. Sterbe ich beim Kacken. Das war so einer dieser Momente, als er dann runterschaut und komplett ausflippt, aber dann auch nicht losgelassen hat. Ja, von daher war alles gut. Aber da gibt es ein paar Momente, ja, da finden viele immer lustig. In dem Moment ist es gar nicht so lustig, aber es sind dann immer die Geschichten danach auf jeden Fall. Ja. Man wird zumindest am meisten danach gefragt, wie das denn in der Wand funktioniert. Ja, und jetzt auch verewigt. Ich hoffe, du darfst es auf sonst wo auch abspielen. Man kann bei iTunes einfach mit explizit, aber also wenn es um Kacken geht, da sage ich mal, das ist nicht so schlimm. Gibt es denn irgendwo so ein persönlich bestes Bild für dich, beziehungsweise vielleicht auch eine Serie, und wie ist denn die Geschichte dazu? Das ist das, was ich meine. Es sind für mich die Momente, wo ich sage, ich war live dabei. Ja, das sind im Endeffekt Touren. Das ist kein eines Bild, es sind Touren auf jeden Fall. Es sind ja Momente, wo ich gesagt habe, boah, einfach danke, dass man da jetzt also die Einladung bekommen hat, sage ich jetzt einfach mal, und da sein darf an dieser Stelle, wo du ohne Hilfe nie hinkommen würdest, auch nie hingehen würdest, also würde mir im Leben nicht einfallen, aber halt jetzt da bist. Sei es irgendwo in Indien, sei es irgendwo jetzt dieses Jahr in Grönland, an Orte, wo mich meine Fotografie halt jetzt hingeschickt hat. Ne, wo ich sage, wow, da mit Robert auf die Expedition zu gehen und die Möglichkeit zu haben, hier Drohne zu fliegen und hier Bilder zu schießen aus Perspektiven, die vor 3 Jahren noch nicht möglich gewesen wären. Und jetzt einfach möglich sind, dadurch, dass ich fit bin, dadurch, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, dahin zu fliegen. Ja, also da gibt es viele Bilder, wo ich sage, okay, die bedingt dadurch, dass ich da sein darf. Ganz einfach. Irgendwie einen Eisberg bei untergehender Sonne, irgendwie alles glüht lila und rot und du denkst dir, fuck shit, was mache ich hier? Oder in der Big Wall irgendwie Leute kurz vorm Kollabieren trotzdem irgendwie noch Höchstleistung bringen und du darfst draufdrücken. Viele Momente, ja, wo du sagst, das sind wirklich Hundertstel, aber die letzten 15 Jahre haben dich dahin gebracht. Ne, das ist, ja, aber das muss jetzt noch nicht mal, das muss auch nicht in den Bergen sein. Das ist genauso ein Bild von meinen Kleinen, wenn sie irgendwo
auf der Wiese rumtollen und das Licht passt und alles passt und denkst dir, ja, geil, du hast dein iPhone dabei, du hast irgendwas dabei, wo du halt draufdrücken kannst. Ja, das sind halt die Momente. Ja, du bist hier als Person mit einer Kamera und kannst ja manchmal Geschichte schreiben oder in dem Fall Geschichte fotografieren. Auch wenn es nur Klettergeschichte ist, interessiert am Ende vielleicht keine Sau. Aber ja, ich glaube, das macht die Fotografie auch aus. Ne? Sei es jetzt. Ich habe letzte Woche mir die WordPress-Ausstellung angesehen. Einfach eindrücklich, ja, von schlimmen bis guten Bildern, wo du sagst, da steht jemand hinter der Kamera und erlebt diesen Moment in dieser Sekunde mit und drückt auch noch drauf. Und da gibt es Momente in der Fotogeschichte, die einfach unglaublich sind, ja, dass diese Momente jemand festhält, ja, und das macht die Fotografie ein bisschen aus, das ist alles inflationär gerade, jeder drückt tausendmal bei vielen Momenten drauf, aber es gibt immer noch Momente, die bleiben einmalig, ganz einfach. Das ist nicht das Selfie vom Spiegel, sondern das sind einfach wirklich geschichtliche, sportliche Leistungen, schlimme Momente, wie auch immer. Ja, ich glaube, davon lebt die Fotografie auch immer noch und soll sie auch weiterhin leben. Ja. Da fand ich James Nachtwey, das war ein Kriegsfotograf, sehr... Ja. Eindrücklich, also das war erschreckende Bilder, aber wirklich. Das ist eines dieser Beispiele, genau. Er opfert sein Leben für solche Momente, ja, die als Bild einfach nur schrecklich sind. Ja. Aber trotzdem ist da jemand, der es dokumentiert und rüberbringt, ja, so wie es ist. Genau. Und da, also kann ich nur jedem empfehlen, sich jedes Jahr das WordPress reinzuziehen. Ist immer noch einfach. Unglaublich, was da, ja, also was Leute für ein Engagement betreiben, an Orte zu fahren, Sachen festzuhalten, die man nicht sehen will, ja, die aber gezeigt werden müssen. Und obwohl so eine Bilderflut ist, trotzdem es scheint, fast bis zu Tränen zu rühren, ja, im positiven wie im negativen Sinne, ja. Dass das auch immer noch geht, obwohl man vollgestopft wird mit Bildern jeden Tag. Ja. Gibt es so ein Ort, wo du sagst, da musst du unbedingt hin? Na, nach Hause. Zu viel unterwegs, ja. Nee, gerade ist es genau das Gegenteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Viel gesehen, dafür bin ich auch glücklich. Viel am Reisen bin ich auch glücklich. Aber ich freue mich jedes Mal auf meine Heimat, gerade goldener Herbst bei uns in Franken. Ich war gestern beim Klettern außen, nur der Weg zum Felsen. War genauso schön wie in Grönland. Ja, also ich schätze das Zuhause sein. Ja, definitiv. Und es gibt noch viele Orte, die auf der Liste stehen. Das definitiv, aber es ist auch ganz klar, geht reisen, jeder Ort ist geil, Punkt aus. Und jeder Ort hat einfach sein Guzzi und seine Besonderheit. Und ja, natürlich gibt es Orte wie Nepal und Grönland, die nochmal durch ihre Gewalt einfach nochmal eins oben draufsetzen halt. Aber wie gesagt, auch hier in der Fränkischen geht mir jedes Mal ein Herz auf. Oder irgendwo in Spanien oder in Italien oder was auch immer an der Nordsee. Also man muss nicht weit reisen, in der Sächsischen wieder gewesen. Ja, man muss da nicht weit fahren, um Naturschönheiten zu sehen oder wie auch immer. Ja. Ich fände es ja immer ganz spannend, weil du es gerade sagst mit Grönland oder was auch immer, wo wir sagen, boah, geil und so weiter. Wie es denn wäre, wenn ein Grönländer quasi in die Fränkische Schweiz kommt, ob der das genauso sieht, also nur andersrum. Ne? Ich hatte das Glück, ich war in Patagonien auf einer Expedition, auf einer selber organisierten im Cochamo und habe dort wunderbare Menschen kennengelernt, viele junge Menschen, und die einzigen Dirtbags, die ich bis jetzt kenne, die wirklich Dirtbag leben, wirklich nur aus dem Rucksack, kein Geld, nichts, aber wirklich sich dem Klettern verschrieben haben. Und es ist schwierig für den Südamerika nach Europa zu kommen. Und dann haben wir uns da zusammengetan, hier vier Freunde von mir, und haben den, ja, haben halt für die gebürgt, haben ihren Flug bezahlt und haben sie hier nach Europa eingeladen.
und waren mit denen hier 3 Monate in Europa unterwegs. Ja, das war für die, also wir haben immer noch Kontakt. Ich versuche jetzt auch mal mit meiner Familie rüber zu fliegen nach Argentinien, die mal zu besuchen. Und ja, für die war das, die haben ja Patagonien, ihr El Chalten, die kennen das alles, ne? Du, die waren hier einen Monat in Franken, die haben sich gefreut wie die Kinder. Wir sind nach Chamonix, wir sind, am Grimselpass, was weiß ich, wohin gefahren. Also wirklich nach Sius, denen viel gezeigt und sind viel mit dem Fahrrad dann auch gefahren. Haben hier große Wanderungen durch die Berge gemacht. Logisch, mega geil. Also es gibt hier verdammt viel zu sehen. Ja. Ne, von daher gutes Bier vor allen Dingen. Auch wenn es in El Chalten auch gutes Bier gibt, aber in der fränkischen Schweiz gibt es. Da lasse ich nichts drauf kommen. Ja. Brot und Bier, es war auch das Einzige, was sie wirklich, sie haben sich jeden Tag irgendwie nur unser Schwarzbrot, irgendwie ein Kilo Nutella und Bier, Proviant, mit dem sie los sind, und sie haben es genossen ohne Ende. Kann man auch überleben von. Definitiv. Muss aber dann wieder viel klettern, dass es wieder runterkommt. Ja, das machen sie. Cool. Das heißt erstmal so Richtung Thema Fotografie, und am Ende, da kommen dann immer so ein paar Fragen, die für alle gleich sind. Ja. Kurze Frage, Antwort kannst du auswählen, wie du möchtest, oder kurz lassen. Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Berge, ich mag kein Wasser. Okay. Ich war 4 Wochen mit meinen Kindern im Meerurlaub. Ich glaube, ich war 2-mal im Meer. Ich habe großen Respekt vor, also Respekt wirklich vor. Ich habe einmal Whitewater gemacht, also Surfen und Kajak. Großen Respekt, nichts für mich. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Berghütte verbringen, wenn du 3 Monate dort wärst? Kommt drauf an, wen oder was ich mitnehmen darf. Wen nicht, weil du bist einfach. Und was sei dir überlassen? Was sei mir überlassen? Tja, nach dem ganzen Wahnsinn, den mir jeden Tag, würde ich bis auf eine Handvoll Bücher wahrscheinlich, ja, alles unlassen. Lesen, laufen, Sport machen. Was wären das für Bücher? Pah, alles. Alles. Was liest du aktuell? Was ich aktuell lese, ich habe mich in das Thema, oh Gott, ich habe es sogar vergessen. Gib mir eine Sekunde, dann hole ich es schnell. Weil ja? Ich habe es auch vergessen. Also Frank holt gerade das Buch, das muss man kurz abwarten. Deswegen kannst du jetzt einfach so, ja, 15 Sekunden, 30 Sekunden vorspulen. Jetzt kommt er wieder. Ken Mori, Ikigai, die japanische Lebenskunst. Das kenne ich irgendwoher. Ikigai, genau. Also da lese ich mich gerade ein bisschen rein. Kam mir aus dem Nichts entgegengeflogen. Also ja, also vom Roman bis zum Sachbuch. Die Liste ist lang, ja, die Liste ist lang, deswegen, ich würde einfach mal die ersten 10, die auf der Liste stehen, mitnehmen. Geht mir genauso. Ich habe da so einen Stapel, der ist inzwischen schon fast hüfthoch. Genau. Also es ist vieles einfach lesen, halt sich Zeit nehmen. Ganz einfach, wenn ich niemanden mitnehmen dürfte, dann Zeit nehmen für sich, ja, ganz klar. Mhm. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Aufgang. Warum? Weil man ihn zu selten mitbekommt. Okay. Ohne welches Ausrüstungsgegenstand oder Gadget würdest du nie in die Berge gehen? Ohne welches? Nie in die Berge. Also bei mir ist zum Beispiel das Telefon ganz klassisch. Das ist wirklich. Für Notfälle, für Fotografie, für alles ist es bei mir immer das Handy. Wahrscheinlich ist es gerade im Moment das Handy, klar. Wenn ich mit mehreren Leuten länger unterwegs bin, Ohrenstöpsel, ganz klar. definitiv. Ich habe gern einen Wanderstock, definitiv. Und ein zweites Paar Socken ist auch gut. Ja, das sind so. Und sonst sind es nicht die. Also, ich brauche nichts wirklich, ne? Nee.
sind eher so die Basics, die einen wohlfühlen lassen, wie Ohrenstöpsel, wenn jemand neben dir schnarcht in der Hütte, bis zu einem trockenen Paar Socken für die Schuhe. Ja. Ja. Gibt es so die Top 3 Blogs, Magazine, Ressourcen im Internet, offline, online, die du empfehlen kannst für mehr Berge? Boah, für mich das einzige wirkliche für die Szene, sage ich jetzt einfach mal, ist für mich Planet Mountain. Ganz klar, das ist das Archiv des Kletterns. Immer aktuell, sehr gut recherchiert. Super Typ, der es betreibt. Also wirklich einfach gut recherchiert. Ja, also Planet Mountain ist für mich the place to be für Kletterinfos, für die Szene, ganz klar. Und ansonsten muss ich zugeben, surfe ich wahllos durch die Bilderwelt, jeder von Behance als Bilderpool bis zu Instagram. Da gibt es nichts Besonderes. Nee. Ja. Was empfiehlst du gegen Bergweh? Also du bist mal wieder am Meer mit deinen Kindern, sehnst dich zurück in die Berge. Was tust du dagegen? Sehr früh aufstehen, das muss man in den Berg. Wirklich sehr, sehr früh aufstehen. Rennen, einfach losrennen. Ja. In den Sonnenaufgang rennen. Das kann auch ein gerader Run am Strand sein. Laufen ist für mich, ja, ein Gefühl der Berge. Du bist immer auf den Füßen, du rennst, du läufst. Früh aufstehen gehört dazu. Also dieses Frühaufstehen ist was ich immer mit Bergen in Verbindung bringen werde und muss. Also du musst immer zu früh raus. Du denkst dir immer, Scheiße, Mann, wieso nicht noch 2 Stunden schlafen? Aber es lohnt sich immer. Jedes Mal früh aufstehen hatte einfach einen Moment so, okay, jetzt hat es sich gelohnt. Ja. Und selbst wenn du am Meer bist und früh aufstehst und einfach ins Hinterland rennst, wirst du glücklich zum Frühstück zurückkommen. Wen würdest du gerne mal im Podcast hören? Wow. Bleib bei der Kletterfotografie. Dann würde ich sagen, also echt coole Socke ist Jan Vincent aus Hamburg. Ray Demski. Großes Vorbild. Also die zwei, muss ich sagen, echt wow. Die machen ihre Sache verdammt gut. Besser als ich. Nee, es ist einfach wirklich, die sind verdammt gut. Ich mag ihre Zurückhaltung so ein bisschen. Bildgewaltig. Also sie sind einfach bildgewaltig, sage ich jetzt einfach mal. Ja, es sind interessante, sehr, sehr, sehr gute Fotografen. Definitiv. Ja, ja. Sehr cool. Dann werde ich mal gucken, ob ich die auch überzeugt bekomme, dass sie mal hier an deiner Stelle sind. Bestimmt. Und zum Schluss, wo können denn die Leute mehr über dich erfahren? Also du hast eine Website, die ist aber, glaube ich, nicht ganz aktuell. Nee. Gibt es irgendwo was, wo man dir folgen kann, wo man ein bisschen mehr über dich sehen kann? Gar nichts. Wie gesagt, ich habe mal gedacht, Instagram ist es. Aber ja, das sehe ich auch als verlängerter Arm meiner Webseite, um das Portfolio ein bisschen aktueller zu halten, weil ich einfach sehr viel produziere, täglich eigentlich. Und ja, es ist was auf meiner Liste steht, Webseite und in dem Fall Instagram als Portfolio, also nicht als Blog oder irgendwie, was ich täglich mache, dafür soll es nicht gut sein, aber es soll als Portfolio dienen und das ein bisschen mehr zu füttern, ja, aber es ist mir auch nicht ganz so wichtig, muss ich sagen, ja, also ich stelle einfach fest, dass es weder Auswirkungen auf mein Tun hat, ob da jetzt mehr oder weniger steht, ob das aktuell oder nicht aktuell ist. Es spielt einfach keine Rolle und das stellst du auch bei den ganzen guten Fotografen, wo ich wirklich weiß, dass sie viel Arbeit haben und gut im Geschäft sind, die ich auch schätze. Also hier jetzt 2 Beispiele, da gibt es noch ein paar. Michael Müller
der auch sehr viel Outdoor schießt, ein unglaublich guter Outdoor-Fotograf ist, aber halt mehr Richtung People und Outdoor-Mode. Michael Müller ist ein ganz großes Vorbild, der hat ganz viel von dem Sehverhalten, was wir alle haben in der Outdoor-Szene, oder der geprägt, weil er einfach der Erste war, der so einen gewissen Stil geprägt hat in der People-Fotografie seit Jahren, das immer noch tut. Ja, und wenn du da die anschaust, die sind alle nicht aktuell, weil sie einfach unterwegs sind, fertig aus. Also sie produzieren wirklich und das ist es am Ende. Ja, also es gibt nichts, wo man mich live beobachten kann. Ja. Oder natürlich hier solche... Ich wollte gerade sagen, du machst da Workshops, oder? Ich habe das gemacht, ja. Leider fehlt mir da auch die Zeit ein bisschen dazu. Mal schauen, ob ich mal wieder einen auf die Beine stelle. Der letzte hat mir gut gefallen. Fand ich klasse. Vor allem auch zu sehen, dass da Leute wirklich was mitgenommen haben und die jetzt ein bisschen beobachtet habe und weiter recherchiert habe und da wirklich was mitgenommen haben und auch das wirklich... ja, für sich nutzen konnten und Erfolg haben damit. Ja, das fand ich schön zu beobachten. Ja. Dann machen wir es doch einfach so, sobald du einen Workshop machst oder irgendwie doch wieder online aktuell bist, gibst du mir Bescheid und dann trage ich das in die Welt hinaus. Das wäre toll. Das finde ich gut. Ja. Super. Es war wirklich richtig spannend und du hast auch nochmal so ein paar Sachen gesagt, die ich so noch nicht kannte und ich hänge immer noch an Jim Rakete irgendwie. Und sehr, sehr cool auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal treffen. In der Fränkischen Schweiz fahre ich das öfter auch mal vorbei. Von daher ist die Chance groß. Ja. Das Bier steht immer kühl. Noch besser. Dann bin ich quasi, warte. Nee, gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ne? Und ich wünsche dir noch alles, alles Gute. Ich bin gespannt, wo deine Reise hingeht und was wir noch alles von dir sehen und hören werden. Und genau, bis irgendwann. Vielen Dank, Frank. Vielen, vielen Dank dir. Bis bald. Ciao. Tschüss. Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Bäre Podcast. Schön, dass du dabei warst. Und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminberge.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao.